Moin, moin, liebe Freunde. Willkommen auf Gartenhaus Store auf meinem Account. Und heute ist Mail Day von Mighty Cards. Habe ich euch mal hier eine kleine Karte und mal die, ja, da blenden wir noch ein bisschen aus. Könnt ihr direkt hier über den QR-Code auf den Shop und kauft fleißig. Gibt eventuell für mich einen kleinen Boni, vielleicht auch nicht, werden wir mal sehen, aber derzeit ist es unbezahlte Werbung. Also regt euch nicht auf. Einmal ein paar Trick or Trade, Pokémon Booster, dann haben wir das neue, die neue Box, sage ich einfach mal, von Cyrus. Sehr schön gemacht, bisschen wie Milchkarton, aber sehr geil. Also ist halt eine Full Art Foil Boss Order Support Card, 3 Foil Boss Order Support Cards Future Cyrus, 65 Card Sleeves von Cyrus. Wir haben eine Deckbox, also Future, a Large Metal Coin, also ist auf jeden Fall was Massives drin. 2 Coins Markers halt, 6 Tournament Ready Damage Dice, 7 Pokémon TCG Booster Packs, also in dem Teil ist echt viel drin, das ist proppevoll. Kann ich nur empfehlen, und da gibt es dann auch noch die Clara. Und da gibt es natürlich auch noch die Iono, die habe ich jetzt nicht hier stehen, aber... Ja, ich gehe davon aus, dass wir die Tage mal schön öffnen zusammen. Und dann haben wir den kleinen süßen Koffer, den hatten wir schon mal. Ist auch mega mit den Stickern, dem kleinen Mini-Heftchen ist jetzt, ja, ist okay. Wir haben 3 Promos mit drin und halt 6 TCG-Booster, Scarlet und Violet. Ich glaube, da war ein bisschen gemischt, aber sehen wir dann. Vielleicht machen wir es auf, vielleicht nicht. Das entscheiden wir spontan. Wir haben eine, ich habe den Namen immer so toll drauf, Anil Hillab, ach, sorry Leute, der Name ist nicht meins, von Menki halt einfach die Box, haben hier jetzt in dem Fall 4 Booster Packs drin und die 3 Promokarten, das ist eine kleine Box, ist erschwinglich und bei guten Hits sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ich habe noch die Affiti Xbox und einmal noch die Premium Collection entwickelnde Kräfte, und worauf ich jetzt ganz heiß bin, sind die Awakening of the New Era One Piece in Englisch. Haben wir gleich 2 geordert, haben wir jetzt schön bekommen, und damit es sich auch lohnt, das Video hier schön zu machen, öffnen wir einen, machen 5 Booster auf und hoffen natürlich gleich schon auf den Mega-Hit, um gleich die nächsten Boxen zu bestellen. Nein, aber wie gesagt, Leute, schaut, es ist gerade alles viel im Sale. Displays sind unter 100 Euro, 36er Pokémon Displays. Gebt Gas, kauft ein. Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, und ein super netter junger Mann, kenne ihn gut, und ich hoffe, dass wir demnächst live öffnen können. Vielleicht schaut ihr das Video auch und haut mal einen Kommentar raus. Und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, es ist unbezahlte Werbung. Ich bekomme hier nichts geschenkt, also wow, wie viel da drin ist, Leute. Nehmen wir von links 3 von oben und von rechts 2 von oben. Das sind fette Booster Packs mit 12 Karten pro Booster. Ist schon eine Hausnummer. Ne? Also der Preis ist jetzt auch nicht zu verachten. Die englischen Versionen sind halt momentan extrem im Wert gestiegen, allein durch die Manga-Karten, die man ziehen kann. In die Graded PSA 10 haben wir da auch Karten von 4.500 Euro, und natürlich, jeder wünscht sich so eine Karte, aber ja, sehr unwahrscheinlich. Aber es geht um den Fun-Factor, es geht um schöne Karten, und One Piece ist eine super Serie, der Film war auch mega, und freue mich auf mehr auf jeden Fall. Da haben wir schon ein paar schöne Karten dabei. Den geht dazu. Und wir haben Sabo, auch eine sehr schöne Karte. Freue ich mich sehr drüber. Das ist eine sehr tolle Karte. Gleich im ersten Booster. Schön. Bisschen Ordnung hier. Zack. So. Booster Nummer 2.
Ist übrigens das OP05, falls ihr es nicht wisst, von Bandai. Und jeder, der One Piece kennt, liebt One Piece. Der es nicht liebt, ist auch in Ordnung. Nicht jeder muss alles mögen. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr so gezogen habt oder was ihr davon haltet. Würde mich sehr freuen. Haben wir den Morley. Machen wir hier mal ein bisschen. So. Ordnung. 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 Der dritte Booster. Und bei One Piece ist übrigens auch die Karten, also die sind auch, ich weiß nicht, die sind echt sehr stabil. Und ich finde auch, die haben meistens keine Centering-Probleme, also nicht groß. Und haben auch immer die Oberfläche relativ glatt, also die versauen die nicht so. Also Pokémon lässt in letzter Zeit durch dieses extrem schnelle Nachschießen der Sets anscheinend sehr nach und ist sehr traurig, wenn man ein teures Display kauft, eine gute Karte zieht und die hat halt schon Macken ohne Ende. Und wir haben die Rebecca. Schön. Sehr schöne Karte. Gefällt mir sehr. Läuft, Leute, läuft. Kann nur besser werden. Vierte Booster. Captain McKinley, Buffalo, Gamma Knife, Hotori, Viola, die ist auch super, die Pika, nicht zu verwechseln mit Pikachu, ne Leute, also haut mal rein. Last Pack Magic für heute. Definitiv haben wir jetzt einen großen Hit. Wenn ich jetzt noch recht hätte, wäre das noch schöner. Uso Hachi. Monkey D. Garp. Wir haben eine sehr schöne. Captain Kid. Sehr schön. Die Karten sind mega. Schaut es euch an. Und die haben nichts vom bloßen Auge her zu sehen. Im Licht keine Kratzer. Das Centering ist okay. Es könnte besser sein. Aber trotzdem, das ist nicht zu verwechseln momentan. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like, ein Abo da. Ich freue mich sehr über Abonnements. Und unterstützt mich ein bisschen, wenn das geht. Schaut bei meinem Kollegen rein. Vielleicht findet ihr was Tolles. Und so kann ich euch auch eventuell irgendwann in Zukunft viel mehr tollere Sachen bieten als das, was wir schon tun. Und viel wichtiger für mich ist auch, schreibt mir in die Kommentare. Ich antworte eigentlich sofort, wenn ich nicht sofort antworte, ich antworte auf jeden Fall. Ja, ich wünsche euch schon mal ein sehr schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt alle einen Brückentag. Wenn nicht, haltet durch, es ist bald Wochenende. Macht's gut, bis demnächst.